Hey, ich bin's, Marco von reisenachatlantis.de und heute reden wir über Rationalität. Florian hat in der Facebook-Gruppe einen Kommentar hinterlassen, in Anlehnung an dein letztes Video, wie wäre es, mal dem Begriff Rationalität auf den Grund zu gehen? Also was heißt das eigentlich? Wann verhalte ich mich rational? Woher weiß ich, was rational oder irrational ist? Und wie ist ein solches Wissen darum epistemologisch einzuordnen? Eine schwierige Kiste, wie ich finde. Und da stimme ich vollkommen zu, Florian. Das ist, ist eine schwierige Kiste. Aber ich will mal ein paar Gedanken, die ich dazu habe, aufnehmen für euch. Und ich hoffe, das ist hilfreich. Also Rationalität oder nicht rational. Also ich bin, was mir aufgefallen ist, gerade wenn es darum geht, also wenn man den Begriff nicht gut definiert hat oder nicht so eine gute Vorstellung hatte, was das überhaupt ist, dann kann man den Begriff sogar auch sehr irrational gebrauchen. Also man kann ihn gebrauchen, um halt anderen Leuten zu sagen, ah, du bist ja irrational. Und dann kann man einfach das abtun, was diese Leute sagen. Und man kann es sozusagen als Schlagwort benutzen, so, ah, das ist nicht rational, ohne das auch zu begründen. Also man kann es schon sehr konträr zu dem, was es eigentlich ist, gebrauchen. Und ich glaube, es gibt auch zumindest ein paar Menschen, die das so gebrauchen, die einfach sagen, ja, das ist nicht rational und dadurch ganz viele Dinge abtun, ohne sich rational wirklich mit denen zu beschäftigen. Und was ist dann Rationalität? Nun, ich denke, eine wichtige Komponente ist, um rational zu sein, ist wirklich eine gute Begründung für etwas zu haben. Dann hast du dich die nächste Frage, was ist eine gute Begründung? Aber zumindest erstmal eine Begründung zu haben, anstatt nur zu sagen, ja, nee, ich glaube das einfach, weil ich es glaube und ich brauche dafür keine Begründung. Das ist definitiv nicht rational. Ja? Also um zu definieren, was rational ist, können wir zumindest erstmal per Ausschlussverfahren ganz viele Dinge ausschließen. Ja? Wie zum Beispiel keine Begründung zu haben, einfach zu sagen, ja, ich sag das so und dann gilt das. Oder ich glaube, also es fühlt sich irgendwie so an, dass das so ist und deswegen glaube ich das irgendwie. Und bei vielen Leuten ist das so, dass sie haben eine Vorstellung, emotional fühlt sich das ziemlich gut an für sie. Und dann sagen sie einfach, ja, das ist einfach so. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen ja wirklich etwas gut begründen. Und genau, das ist also die eine Komponente, eine Begründung haben. Und dann, wie gesagt, dass sie gut ist. Und was heißt gut? Also wir können zum Beispiel solche Dinge machen, dass wir wenn wir eine These haben, dass wir Prämissen aufstellen. Also was sind die Dinge, auf die wir uns einigen können und welche Schlussfolgerungen können wir daraus herleiten. Ja, also zum Beispiel die berühmte Schlussfolgerung, Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, ergo Sokrates ist sterblich. Also diese Abfolgen, die wir, denke ich, im Gespräch auch implizit immer benutzen, also das, sozusagen im Hintergrund ist das oft gemeint, wenn wir eine philosophische Diskussion führen, dass wir sagen es nicht immer explizit, okay, Prämisse 1, Prämisse 2, daraus folgt die Behauptung, aber sozusagen in der Umgangssprache, also wenn wir jetzt frei reden, dann benutzen wir dieses Schema bloß nicht explizit. Ja? Wir sagen dann solche wie Dinge, ja, das ist, weil das ist so und so, weil das andere so und so ist. Also wir benutzen solche Wörter wie weil oder deshalb und so weiter. Und damit benutzen wir halt dieses Schema, dass wir etwas herleiten aus etwas, was früher war. Und das ist dann eine rationale Begründung in dem Sinne, dass wir von A nach B gelangt sind
Und eine weitere Komponente ist natürlich dann auch, dass wir sicherstellen müssen, dass unsere Prämissen auch stimmen. Ja? Ayn Rand, eine Philosophin, die hatte diesen, ich sag mal, Spruch, wo sie immer sagte, überprüfe deine Prämissen. Ja? Natürlich sind es nicht nur die Prämissen, die falsch sind bei vielen Menschen, sondern auch die, die logische Schlussfolgerung. Aber bei Prämissen kann man anfangen. Genau, das sind so meine Gedanken aus dem Stegreif über Rationalität oder die Dinge, die ich denke, sind am wichtigsten über Rationalität. Und wie Florian schon gesagt hat, das ist ein schwieriges Thema und man kann da natürlich auch viel, viel tiefer noch reingehen. Aber ich wollte erstmal so die Grundideen anstoßen und damit auch eine Diskussion anstoßen über Rationalität, was ihr davon haltet, was ihr so denken würde, könnte man zu dem, was ich gesagt habe, noch zufügen und auch so ein bisschen ansprechen, was die Basis auch sein soll von unseren Gesprächen, die wir haben in unserer Gemeinschaft. Und da, also wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann natürlich, dass die Leute ihre Prämissen überprüfen, dass sie versuchen, wirklich logische Schlussfolgerungen zu treffen und all sowas. Und dann ist eigentlich alles andere, sozusagen mit alles andere kann man dann dadurch mit dieser Methode dann hoffentlich korrigieren. Es gibt bestimmt noch, also es gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge, die ich mir wünsche in den Gesprächen, dass man auch natürlich ein offenes Ohr hat und auch zuvorkommend reagiert, also auch versucht, auf den anderen einzugehen. Das sind für mich auch rationalistische Tugenden, könnte man so sagen, also oder beziehungsweise gesprächsfördernde Verhaltensweisen, die helfen, das Gespräch auf eine rationale und Ebene zu führen, wo man gut ans Ziel kommt, wo man gut an die Wahrheit kommen kann. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr so denkt über dieses Thema Rationalität. Welche Komponenten gehören eurer Meinung nach noch dazu? Und was ist so eure Definition oder wie würdet ihr diesen Begriff beschreiben? Das war's von mir und wir sehen uns morgen. Tschüss!